Hallo ihr Lieben, heute dachte ich mir, machen wir mal wieder ein Prompt von meiner KT Craft Challenge. Und der fünfte Prompt ist der Prompt Sticker und ich habe hier dieses tolle Stickerbuch mit Dinosauriern und ich dachte, wir können die ja benutzen, um mal so ein paar ETC-Karten zu basteln. Ich habe hier schon Rohlinge, die passen jetzt nicht 100% zusammen, aber sie sind alle so ein bisschen neutralere Grüntöne. Ich habe hier ein Restepapier mit Grün, Blau, Gelb. Und ich habe hier noch so ein Paillettenband, was ich gern mit verarbeiten würde. Und ich habe hier vom letzten Basteln noch zwei Glitterglues stehen, die ich auch gern mit verarbeiten würde heute. Und ich denke, wir werden damit jetzt einfach eine Fünferreihe ETCs werkeln, passend zum Thema. Genau. Das erste, was ich hier aber noch mache, ist die Ecken abrunden, bei dem, wo es noch nicht getan ist. Und dann legen wir auch schon los. Ich habe überlegt, heute ETCs zu basteln, weil ich habe schon sehr lange keine ETCs gebastelt. Und ich nehme ETCs ganz gerne dafür, weil man die einfach gut irgendwo mitgeben kann, wenn man jemandem was schickt oder eine kleine Freude macht. Man kann sie auch als Geschenktext nehmen und so weiter. Oder für Mini-Alben mit zum Reintun. Da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten. Und ich schaue jetzt nochmal die Rückseiten an, weil ich hatte hier schon gesehen, dass mir die Rückseite auch gut gefällt. Aber ich finde die Pflanze fast besser. Und weil ich die diesmal wirklich als Reihe sehr ähnlich gestalten will, lege ich die mir jetzt alle so hin, wie ich sie legen will. Und dann fangen wir einfach an. Also das Erste, was erstmal jeder haben soll, ist so ein Paillettenband. Deswegen schneide ich mir da einfach mal ein bisschen was zu. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die bei jedem verquer mache oder auch mal verhochkant. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich kann euch auch nicht sagen, wo dieses Band herkam. Das war mal in irgendeiner Kiste mit drin und dann ist es einfach beim Bastelzeug gelandet. Und ich fange damit jetzt einfach an, auf jeder Karte so ein Band zu platzieren. Ich möchte mir auch heute nicht vorneweg schon zu viel Gedanken machen, wie die Endkarte aussehen soll, sondern ich will das so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Also ich nehme jetzt einfach Teil für Teil, was auf die Karten soll und platziere das so, wie ich denke, dass es gut ist. Genau, und dass hier jetzt ein paar einzelne Pailletten rumfliegen, das ist auch völlig normal. Die nehme ich einfach und sortiere sie später in mein Glitzerzeug. Ja, ich habe schon lange keine ATCs mehr gebastelt, aber ich finde, ATCs sind eigentlich die perfekte Möglichkeit, Sachen zu verbasteln, die man eigentlich sehr hübsch findet, wo man sonst aber keine Idee für hat. Also zum Beispiel die Dinos liebe ich, aber die jetzt auf eine Geburtstagskarte zu verbasteln,
Ja, ich habe nur einen Neffen, der jetzt in dem Alter ist, wo das noch sehr gut passt. Und bei den anderen müsste ich halt immer schauen, wie ich das dann einbaue. Bei dem Paillettenband ist das ein bisschen anders. Das habe ich auch schon für andere Sachen genommen. Aber ich möchte ja auch mal ein bisschen was verbrauchen, damit man sich Gedanken drüber machen kann, was vielleicht Neues einziehen darf. Ich mache ja gerade die No Shopping Challenge. Und ja. Das ist eigentlich sehr gut, um mal wirklich Sachen zu verbrauchen. Also mein Vorratsschrank, ich habe schon drei Sachen aufgebraucht, während beim Bastelzeug dauert das natürlich alles ein bisschen länger. So. Ich lasse das jetzt alles erstmal anziehen. Wenn hier noch was übersteht am Ende, das schneide ich am Ende weg. Weil gerade dadurch, dass hier ja auch Pailletten runterrutschen am Rand, dann passt das doch nicht so hundertprozentig. Und dann entstehen so Futzel, aber das ignoriere ich jetzt einfach mal. Und wie gesagt, da kann ich am Ende dann noch mal die überstehenden Stücke abkleben, abschneiden. Worauf ich aber achte, ist bei diesem Band, die Pailletten verdrehen sich gern, dass die alle in eine Richtung zeigen, damit es dann auch schön liegt. So. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten. Da mache ich, glaube ich, mal eine Diagonale. Genau, ihr könnt es mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die letzten ATCs gekauft habt, gemacht habt und ob ihr regelmäßig welche tauscht oder nicht. Ich habe bei ein paar Tauschprojekten mal mitgemacht. Ich war auch mal in einer Gruppe, um ATCs zu zeigen, aber da sind nicht wirklich viele Tausche zusammengekommen, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, aber das ist so mit einer der Gründe, warum ich lange nicht mehr ATCs gebastelt habe. Aber mittlerweile lege ich die einfach mit rein, wenn ich irgendwem was schicke. Und kriegt ihr dann auch jeder nur eine aus der Reihe. Und nicht gleich die ganze Reihe. Im Prinzip so, dass die Reihe ein bisschen durch Leuten verteilt ist. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn man meine ATCs dann weiter tauscht.
So wie Sammelkarten halt. Das muss aber jeder selber wissen. So, jetzt mache ich auf jede Karte so ein Kreis drauf. Wie gesagt, ich habe mir jetzt null Gedanken dazu gemacht, wie ich diese Kreise anordne. Ich möchte mich halt vom Fluss einfach inspirieren lassen. Genau, es kann übrigens jetzt sein, dass ihr die Videos alle ein bisschen verspätet seht. Ich bin mal wieder massiv am Vorproduzieren, weil ich Ende des Monats wieder Urlaub habe und ich habe keinen Überblick, wie viele Videos ich jetzt schon vorbereitet habe und wie viele nicht. So, als nächstes kommt das Hauptthema unserer heutigen Challenge, die Dinosaurier. Ich bin übrigens schon seit Kindheitstagen ein großer Dinosaurier-Fan. Das hat bei mir angefangen mit der Reihe In einem Land vor unserer Zeit. Und genau, damit hat es angefangen und dann hat es mich nicht mehr losgelassen und ich schaue jetzt noch gerne eigentlich Dokumentation. Über diese Zeit. So, was haben wir hier? Gucken, ob das nicht zu groß ist. Nee. Ich bräuchte mal noch sowas wie einen großen T-Rex. Da haben wir doch einen. Und was machen wir da noch drauf? Ich glaube, die Karte drehe ich um.
Und dann schauen wir nochmal nach einem. Der ist doch nett. Aber der guckt in die falsche Richtung. Der ist auch ganz nett. So. Den hier nehme ich, glaube ich, doch noch mal. Bisschen mittiger. Sieht fast aus, als wenn er ein Afro hätte. Und jetzt einfach, um die Karten, die noch ein bisschen zu leer sind, ein bisschen aufzufüllen, mache ich noch ein paar Glitterdrops drauf. Und ich denke, ich fange so, vielleicht bei der. Ich glaube, ich nehme auch nur das dunkle Blau. Bei der ist schon relativ voll, dann mache ich jetzt nur hier oben. Und hier unten. Ja, na, vielleicht doch noch hier drüben. Ja, gefällt mir besser. So, ich schiebe es euch mal so, dass ihr die dann auch seht. So. Muss ein bisschen gucken, dass ihr sie auch alle komplett seht. So. Ach so, für die, die es noch nicht gesehen habt, es gibt noch eine kleine Neuerung, aber für euch wird es relativ uninteressant, weil alles, was ich bei, also die Neuerung ist, ich bin jetzt auch bei TikTok, aber alles, was ich bei TikTok poste, poste ich auch in die YouTube Shorts. Aber falls unter euch Leute sind, die lieber TikTok nutzen als YouTube Shorts, könnt ihr gern dort nach mir suchen. Ich muss mal dran denken, den Link auch mit in die Beschreibung zu packen. So. Ich finde, die sehen doch ganz gut aus. Ich lasse sie jetzt ein bisschen trocknen
Und dann kommt hinten drauf wie immer mein Zettelchen und noch den Namen der Reihe. Ich denke, ich werde sie Dinosaurier nennen. Oder Urzeitgiganten oder sowas. Und ja, damit haben wir auch den nächsten Prompt, das Thema Sticker, erledigt. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, wie ihr die Umsetzung fandet, wie ihr die Karten findet. Wenn ihr ATCs tauschen wollt, schreibt mir gern eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf meinem Blog, der ist unten auf jeden Fall verlinkt. Und ja, vielleicht findet sich ja jemand zum Tauschen, auch gerne per Post. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann!